Mein Mann ist halb Deutscher, halb Amerikaner. Ich liebe es, wenn ich mit ihm nach Amerika reise. Das ist das Allerbeste. Ich stehe 538 Jahre mit meinem deutschen Pass in dieser Immigration Line. Vor allem gebürtig im Iran. Das heißt, ich werde nochmal anders behandelt, trotz deutschen Passes. Und dann stehe ich da und stehe ich da und stehe ich da. Und danach muss ich 538.000 Fragen beantworten. Meistens sehr nett, aber so, was machen Sie hier? Und dann, ich bin Comedian. Und dann, hey, really? Und dann, tell me a joke. Und so. Und dann stehe ich da 1,5 Stunden und bei ihm mit seinem amerikanischen Pass. Er geht einfach durch die da Citizen Line und der Typ macht so, macht das auf, macht das zu, sagt, welcome home, brother. Ich denk so, Alter. So, ihr Lieben, also, Moment, ich werde jetzt tatsächlich manchmal in London oder in New York erkannt. Manche Sachen werden international ausgestrahlt, also sehen das Menschen. Und letztes Mal kam so ein super, super süßes Mädchen, kam so auf mich zu und meinte so, excuse me, are you Enisa Amani? Und ich bin so voll, ich denke so, wo hat, war sie vielleicht mal bei einer Show von mir in England oder so? Und ich war voll stolz und ich so, yeah. Und ich so, how do you know me? Sagt sie, I'm German. Then talk doch Deutsch, you Schrott. Warum you mach me Hoffnung?